Setze in jede Ecke eines Zimmers ein Kuscheltier oder dein Lieblingsspielzeug. Stelle dir vor, dass du ein Kellner bist, der vorsichtig ein Glas Wasser servieren will, aus dem jedoch kein Tropfen verloren gehen darf. Anstatt Wasser servierst du aber deinen Lieblingston und trägst ihn von einem Kuscheltier zum nächsten. Du kannst natürlich auch auf diagonalen Wegen, das sind die gestrichelten Linien im Bild, deine Kuscheltiere besuchen. Wie viele Schritte schaffst du in einem Atemzug? Merkst du eine Veränderung der Streckenlänge von Tag zu Tag? Wenn du das ein paar Mal geschafft hast, schickst du deinen Lieblingston ohne zu gehen zu einem Kuscheltier. Höre dir dabei zu. Gleitet dein Ton wie ein Drachenflieger gerade durch die Luft? Oder hat der Ton gewackelt? Zeichne doch mal auf, wie du deinen Ton gehört hast. Ist es eine gerade Linie oder steigt sie an? Fällt sie ab? Oder sieht sie aus wie eine Welle? Zum Schluss kannst du deine gemalten Linie wieder auf der Blockflöte spielen. Nur mit deiner Luft zauberst du so ganz gerade Töne oder Wellen. Viel Spaß dabei!